Was mich sehr gefreut hat, ist, dass Luther nicht nur uns als Sprachakrobaten, als Kabarettisten natürlich mit seinen Wortschöpfungen unglaublich Steilvorlagen bietet, sondern auch, dass er uns bis heute ein Vorbild ist, was Mut angeht, sich hinzustellen und zu sagen, gegen alle Macht, gegen alle Autorität, angesichts der Bedrohung, zu sagen, hier stehe ich, ich kann nicht anders und ich will auch nicht anders.